Señor Presidente, miles de ciudadanos. Herr Präsident, Hunderttausende Europäer leiden derzeit unter den Folgen der Eurokrise, vor allem in den südlichen Staaten der EU, Griechenland, Zypern und Spanien. Während die EU an den alten Rezepten festhält, propagiert ihre Regierung das Konzept des guten Lebens. Diese Frage stellen sich jetzt wohl viele EU-Bürger. Wie lebt man gut und vor allem, wie kann eine Regierung das gute Leben garantieren? Nun, garantieren kann es niemand, aber man kann die Grundlagen schaffen. Es ist übrigens kein Konzept meiner Regierung, sondern der Ureinwohner. Es stammt von der Volksgruppe der Aymara in Bolivien, wurde aber auch von den Angehörigen der Quechua in Ecuador angenommen. In dieser Sprache heißt es Sumak Gavsai. Es geht darum, in Würde zu leben, ohne nach immer mehr Reichtum zu streben. Es geht darum, in Harmonie mit der Natur und den Mitmenschen zu leben. Aus dieser Position der Ureinwohner leitet sich die Kritik unserer Regierung am Konsummodell der westlichen Staaten ab. Und das streben wir auch an, dass unsere Leute in Würde leben, ohne nach immer mehr zu streben, aber eben auch ohne den schweren Mangel, unter dem heute ein großer Teil der ecuadorianischen und lateinamerikanischen Bevölkerung lebt. Das Ziel ist, in Harmonie mit anderen Kulturen, der Natur und sich selbst zu leben. La cultura, con las otras culturas, que viven en armonía con la naturaleza, que viven en armonía con sí mismo. In una conferencia en la Universidad Técnica. Bei Ihrem Besuch in Berlin haben Sie sich auch mit der Eurokrise befasst. Bei einer Konferenz in der Technischen Universität Berlin sagten Sie, Lateinamerika habe bereits zu Genüge erlitten, was Europa gerade durchlebt. Kann Europa von Ihnen lernen? Es kommt darauf an, ob das Ziel darin besteht, die Krise schnell und mit minimalen Belastungen für die Menschen zu überwinden. In solch einer Situation geht es zunächst natürlich immer um die Fehler, die gemacht wurden, etwa bei der Einführung des Euros oder bei der mangelnden Angleichung von Produktivität, Löhnen und Gehältern. Wenn aber der Wille besteht, diese Krise ohne großen Folgen für die einfache Bevölkerung zu meistern, dann kann Europa viel von Lateinamerika lernen. Die erste Lehre besteht darin, nicht die gleichen Fehler zu begehen, die wir gemacht haben. Denn die Maßnahmen, die einst in Lateinamerika getroffen wurden, haben die Krise verlängert und verstärkt. Und eben diese Politik sehen wir nun ja in Europa. In Berlin sind Sie auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammengekommen. Haben Sie den Eindruck, dass Deutschland und Europa ein offenes Ohr für die Lehren aus Lateinamerika haben? Wissen Sie, ich gebe in der Regel keine Ratschläge, wenn ich nicht darum gebeten werde. Von der TU Berlin aber wurde uns das Thema Wege aus der Krise vorgeschlagen. Wir haben dafür also einige der Krisen in Lateinamerika mit den aktuellen Problemen in Europa verglichen. Die Ähnlichkeiten sind beeindruckend. Anfang der 80er Jahre hatten auch wir eine Schuldenkrise. Sie rührte daher, dass das internationale Finanzkapital uns Kredite geradezu aufgezwungen hat. Und als die Krise kam, standen wir dem Problem der Überschuldung gegenüber. In vielen Fällen war dieses überflüssige Geld der Finanzmärkte zudem an Diktaturen ohne jedwede soziale Kontrolle oder demokratische Legitimation gegangen. Als dann die Krise einsetzte, kam der Internationale Währungsfonds mit seinen sogenannten Hilfspaketen. Ging es ihnen darum, diese Krise zu überwinden? Nein, es ging ihnen darum, die Rückzahlung der immensen Schulden zu gewährleisten. Deswegen hat sich die Lösung der Krise über 10 Jahre hinausgezögert. Heute ist von dem verlorenen Jahrzehnt für Lateinamerika die Rede. Ecuador etwa ist in den 90er Jahren mit dem gleichen Pro-Kopf-Einkommen gestartet, wie es das Land schon 1976 verzeichnet hatte. Und all dies, weil die Interessen der Banken bedient und nicht die Interessen der Menschen beachtet wurden. Diesen Fehler sehen wir heute auch in Europa. Ist also ein neuer Dialog zwischen den Ländern des Nordens und denen des Südens nötig? Die UN kann diese Aufgabe ja offenbar nicht bewältigen. Die Lehre ist, und das habe ich auch in der Universität gesagt, dass sich auch Europa heute Gedanken um die politische Ökonomie machen muss. Es gibt in dieser Krise große politische Probleme, keine technischen. Es geht darum, wer in der Gesellschaft das Sagen hat. Machen wir uns nichts vor, auch in Ecuador hat in der Vergangenheit das Finanzkapital die Politik bestimmt. Und das ist
glaube ich, die große Herausforderung der Menschheit im 21. Jahrhundert, die Kontrolle über das Kapital zurückzuerlangen. Der Mensch ist schließlich zu einem weiteren Instrument der Akkumulation des Kapitals geworden, vor allem des Finanzkapitals. Sehen Sie, es gibt ja fast keine Staaten mehr, sondern nur noch Märkte. Ich sehe im Umgang mit der Eurokrise also eben das, was in Lateinamerika in den 80er Jahren geschehen ist und in Ecuador 1999. Es war eben alles auf das Kapital ausgerichtet und nichts auf den Menschen. In Lateinamerika sind zu diesem Zweck in den vergangenen Jahren ja zahlreiche neue Bündnisse entstanden, wie die CELAC oder ALBA. Wie hat das die internationale Politik verändert und wie kann die Finanzarchitektur beeinflusst werden? Pero tenemos que acelerar los pasos. Hemos avanzado mucho. Lo que ha avanzado UNASUR, por ejemplo, en estos años de creación del 2008, es mucho más de lo que 2007. No tengo en la cabeza la... Das kann sehr viel verändern. Wir entwickeln diese Politik Schritt für Schritt und haben schon einiges erreicht. Was die Union südamerikanischer Staaten seit ihrer Gründung 2008 vermocht hat, geht weit über die Entwicklung der EU im gleichen Zeitraum hinaus, im Handel etwa. Es ist auch erstaunlich, wie 27 Länder mit verschiedenen Themen und politischen Kulturen, Religionen und Sprachen sich vereinen konnten. Und es ist ebenso erstaunlich, dass in lateinamerikanischen Staaten mit einer einigermaßen gleichen Sprache, Kultur und einem politischen System, das nicht gelungen ist. Etwa in der neuen regionalen Finanzarchitektur, die wir diskutieren und hoffentlich bald ausbauen. All das hat schon mit einem neuen System der Kompensation im Handel begonnen. Deswegen schaffen wir ein neues System der Abrechnung. Wenn ich 500 Millionen Dollar aufwende und der regionale Handelspartner 400 Millionen Dollar, brauchen wir dann 900 Millionen? Nein, wir rechnen das gegenseitig auf und benötigen nur noch 100 Millionen. Das ist eine Sache. Eine andere Absurdität in der Politik der autonomen Zentralbanken ist, die staatlichen Reserven außer Landes geschafft zu haben. In Ecuador haben wir das schon korrigiert. Wir sprechen hier von 400 Milliarden US-Dollar, mit denen wir reiche Länder finanziert haben. Für diese Reserven auf ihren Banken haben wir lediglich 0,5% Zinsen bekommen, vielleicht bis zu 1%. Im Gegenzug aber mussten wir uns für 6-7% Zinsen Gelder leihen. Das ist absurd. Wenn wir unsere Reserven in der Region belassen, können wir damit selber arbeiten. Wir können die Reserven zusammenlegen. Wir brauchen dann weniger Reserven und die vorhandenen Mittel können zur Finanzierung regionaler Initiativen verwendet werden. Das sind doch offensichtliche Dinge. Das ist die Aufgabe der Koordinierung. Zudem arbeiten wir an der Bank des Südens, einer Entwicklungsbank, die Gelder zu angemessenen Konditionen für Infrastruktur und Entwicklungsvorhaben in Südamerika vergeben wird. Solo con 300 tenemos más seguridad, ¿sí me explico? Se requerirían menos reservas y se quedaría en la región para financiar a la región. Entonces son cosas obvias que hay que hacer. Estamos trabajando en eso, pero son problemas más bien de coordinación. También estamos trabajando en el Banco del Sur, un banco de desarrollo, para prestar en condiciones adecuadas para proyectos, sobre todo infraestructura, para el desarrollo de Sudamérica. Por otra parte, también hay resistencia. Es gibt aber auch Widerstände gegen die Politik der neuen Linken in Lateinamerika. In Honduras und Paraguay wurden progressive Regierungen gestürzt. Gegen ihre eigene Regierung gab es einen Putschversuch, ebenso in Bolivien und Venezuela. Stimmt also der Eindruck, dass die linken Regierungen in Lateinamerika es nicht schaffen, einen gesellschaftlichen Konsens zu erreichen? Aber wie können wir einen Konsens erreichen, wenn wir gerade Jahrhunderte währende Strukturen zerschlagen? Sie haben 5 Versuche der Destabilisierung erwähnt, 2 davon erfolgreich. Alle 5 Putschversuche und Staatsstreiche richteten sich gegen progressive Regierungen. Keine einzige rechte Regierung war davon betroffen. Das zeigt doch ganz klar, was hier geschieht. Offenbar sind wir ja die Gefahr. Die Demokratie ist so lange gut, wie sie nichts verändert. Aber mit den neuen Demokratien und den progressiven Regierungen gibt es eine Veränderung. Das ruft mächtige Feinde auf den Plan. Es ist ja nicht so, dass Lateinamerika ein Paradies war, ein soziales und wirtschaftliches Beispiel. Es gab Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Wenn es ihnen genehm ist, verteidigen sie die Demokratien. Aber wenn wir die Gegebenheiten auf demokratische Weise reformieren, zögern sie nicht, Präsidenten zu stürzen und zu ermorden. Diesen Kräften müssen wir uns in unseren amerikanischen Staaten stellen und sie besiegen. Das Problem ist, dass Lateinamerika von Europa und den USA aus nicht im Kontext betrachtet wird. Wenn ich in den USA auf Konferenzen bin, bitte ich die Zuhörer immer, sich an den Kampf um die Bürgerrechte in den 60er Jahren zu erinnern, um die aktuelle Lage in Lateinamerika zu verstehen. Oder an den Kampf gegen die Sklaverei, durch den die USA in einen Bürgerkrieg geraten und fast zerbrochen sind.
Das ist doch ein besserer Vergleich im Kontext, um das aktuelle Geschehen in Lateinamerika zu verstehen. Erklärt sich denn durch diese massiven Differenzen in den Gesellschaften auch der Konflikt, den wir nach den jüngsten Wahlen in Venezuela gesehen haben? Ja, die venezolanische Rechte hat ja immer versucht, ein knappes Ergebnis zu erreichen, um ihre Pläne der Destabilisierung in Gang zu setzen. Auch in der Ära von Hugo Chavez. Zum Glück waren während seiner Regierungszeit alle Wahlergebnisse sehr deutlich ausgefallen und das hat ihre Pläne durchkreuzt. Wenn Hugo Chavez mit nur wenigen Prozentpunkten Abstand gewonnen hätte, hätte die Opposition einen solchen Sieg bis heute nicht anerkannt. Hugo Chavez ist nun leider verstorben. Ich trauere nach wie vor um ihn, denn er war nicht nur Präsident Venezuelas, sondern ein lieber Freund, der uns verlassen hat. Der Tod von Hugo Chavez hat die Opposition nun erneut motiviert, die Lage zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Der nun unterlegene Oppositionskandidat Enrique Capriles hat sich bei den letzten Gouverneurswahlen selbst nur mit einigen 10.000 Stimmen Vorsprung durchgesetzt. Nach dem Argument, das er nun anführt, hätte er damals das Amt gar nicht antreten dürfen. Nicolás Maduro hat sich am vergangenen Sonntag mit über 200.000 Stimmen durchgesetzt. In prozentualen Angaben entspricht das gut 1%. Und das erlaubt ihnen, wieder Unruhe zu stiften, was sie ja immer gewollt haben. Wir haben eine sehr klare Position seitens der ecuadorianischen Regierung. Nach der Wahl soll nun geprüft werden, was geprüft werden muss. Das ist die Entscheidung der Venezolaner und ihrer staatlichen Institutionen. Für uns aber ist und bleibt Nicolás Maduro der Gewinner dieser Wahl. Und wir müssen sehr deutlich den Versuchen der Destabilisierung entgegentreten, die ja auch unter Hugo Chavez stattgefunden haben. Unter ihm war der prozentuale Abstand zur Opposition nur größer. Señor Presidente, vamos a hablar sobre sprechen wir über das Verhältnis zu den Medien. Weshalb stehen die linken Reformregierungen in Lateinamerika ausnahmslos in einem ständigen Konflikt mit den Medien? ¿Usted quién cree que es parte de esos poderes que acabamos de mencionar? Los principales desestabilizadores, golpistas, etc. Aber wer, denken Sie, gehört zu den Gegnern der laufenden Prozesse, über die wir eben gesprochen haben? Zu denjenigen, die Chaos schaffen und putschen? Wer war zu der Zeit der Regierung Salvador Allende der größte Verschwörer? Die Tageszeitung El Mercurio. Aber davon wird heute ja nicht mehr gesprochen, weil es dann gleich heißt, es sei ein Angriff auf die Pressefreiheit. Wir unterscheiden sehr gut zwischen der Meinungsfreiheit und bestimmten korrupten Geschäften von Pressekonzernen, die in der Vergangenheit nichts als politische Instrumente waren, um den Status quo zu bewahren. Wie können wir die bürgerliche Presse nicht kritisieren, wenn sie zu den Vertretern der Kräfte gehört, die unser Land dominiert und ausgebeutet haben? Das ist doch nicht nur ein Problem unserer Staaten, sondern aller Menschen weltweit. Stellen Sie sich vor, was wir wissen und was wir nicht wissen. Und was wir über Menschen denken, denen wir nie begegnet sind, das hängt von Privatkonzernen ab, die sich dem Geschäft mit der Information widmen. Aber Privatkonzernen. Konzernen, die sich, wenn es um das Recht auf Information und eigene Interessen geht, immer für mehr Gewinne entscheiden werden. Und das ist etwas, was von der Menschheit diskutiert werden muss. Das Problem, der Grundwiderspruch, bei dem private Unternehmen mit Gewinnstreben ein Grundrecht gewährleisten sollen, das ist vielleicht in Europa und in den USA nicht so offensichtlich, weil es dort professionelle Medien gibt, ethisches Verhalten und Widerstände gegen Lügen. Dort gibt es eine Demokratisierung der Medien. Aber das gibt es in Lateinamerika nicht, wo sich die Medien traditionell in den Händen der Oligarchie befinden. Dort besteht die Strategie darin, Oligopole mit Banken zu bilden und dann einen Fernsehkanal zu gründen. Und nicht um zu informieren, sondern um die Banken und die wirtschaftlichen Oligopole zu verteidigen. Dort gibt es keinen Professionalismus und keine Ethik. Lügen ist dort normal, weil man es eben gewohnt ist. Und diese schlechte Presse hat schreckliche Auswirkungen auf die Menschenrechte und auf die Demokratie. Ist das ein Grund für das fehlende Verständnis für die progressiven Kräfte Lateinamerikas in Europa? Ja, durchaus, weil zwischen uns ja keine Information, sondern Propaganda steht. Und das sagen ja nicht nur wir. Sehen Sie, Mario Vargas Llosa, ein ausgemachter Rechter, hat seine Tätigkeit für das Blatt El Comercio in Lima während des letzten Wahlkampfes zwischen Ollanta Humala und Keiko Fujimori aus Protest beendet. Er tat das, weil die Redaktion die Wahrheit verdrehte und andersdenkende Journalisten gefeuert hat.
eine Kritik an solchen Medien als Angriff auf die Pressefreiheit zu bezeichnen. Das wäre ebenso absurd, wie wenn wir Kritik am Präsidenten als Angriff auf die Demokratie ablehnen würden. Die Meinungsfreiheit ist ein Recht aller, nicht nur derjenigen, die das Geld hatten, sich Druckmaschinen zu kaufen. ¿Cómo atacar la libertad? Es una libertad de expresión. Criticar a los medios, a los negocios dedicados a la comunicación no es criticar la libertad de expresión. Eso es tan absurdo como decir que criticar al presidente es estar contra la democracia. ¿Sí me explico? La libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos, no es un privilegio de aquellos que tuvieron plata para comprarse una imprenta. Wir sehen also, dass es zwei unterschiedliche Diskurse über Menschenrechte in Europa und Lateinamerika gibt. Spielt das dann auch im Fall Julian Assange eine Rolle? Bevor wir auf den Fall von Julian Assange zu sprechen kommen, möchte ich noch eine Sache ergänzen. Sehen Sie, wenn man uns nicht kritisieren kann, weil die Dinge einfach zu offensichtlich sind, weil die Armut zurückgegangen ist, die Ungleichheit, weil wir Wahlen gewonnen haben und es eine echte Demokratie gibt, dann kommt man mit so ungreifbaren Konzepten wie der Freiheit. Wie viele Verbrechen wurden im Namen der Freiheit begangen? Die Französische Revolution, tausende Köpfe wurden im Namen der Freiheit abgeschlagen. Thomas Jefferson, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten und Autor einer der wunderbarsten Dokumente der Menschheit, der Unabhängigkeitserklärung, in der es im zweiten Absatz heißt, dass jeder Mensch das Recht auf Glück und Freiheit hat. Dieser Thomas Jefferson besaß rund 200 schwarze Sklaven. Thomas Jefferson war aber kein Betrüger. Er wurde in dieser Zeit geboren und das war für ihn normal. Für ihn waren die Sklaven keine Menschen. Seine Menschenrechte waren nur für Weiße. Wenn unsere Gegner heute von Menschenrechten sprechen, dann meinen sie ihre Freiheit, ihre Rechte. Wenn wir die Rechte aller verteidigen, die Freiheit für alle, dann sind wir es auf einmal, die Menschenrechte angreifen sollen. Das hat sich ein Instrument der Verfolgung und der Desinformation gegen progressive Regierungen entwickelt. Manchmal denke ich, dass man in Europa wohl glauben muss, die ecuadorianischen Gefängnisse seien voll heroischer Journalisten, die dort sitzen, weil sie die Korruption der Regierung angeklagt haben. Kommen Sie und schauen Sie, wie viele Journalisten in Ecuador wegen ihrer Meinung im Gefängnis sitzen. Es wurden Strafen verhängt, weil jemand eine andere Person verletzt oder ermordet hat, ja. Aber selbst in diesen Fällen ist von Angriffen auf die Meinungsfreiheit die Rede. Sehen Sie, hier in Europa wurde vor einigen Jahren eine Radiostation geschlossen und 23 Personen wurden inhaftiert, weil sie Nazi-Propaganda verbreitet haben. Aber hier herrscht Zivilisation. In Ecuador haben sie kein Radio geschlossen. In Ecuador wurde niemand wegen seiner Meinung verhaftet, sondern es wurde ein Verfahren gegen einen Journalisten wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten eröffnet. Aber hier herrscht Zivilisation und in Ecuador Barbarei. Das ist die große doppelte Moral des Eurozentrismus. Aber noch kurz zum Thema Assange. Seltsam, nicht? Ein Verteidiger der Pressefreiheit wählt ein Land als Zufluchtsort, das einigen Medien zufolge die freie Meinung einschränkt. Assange wird weiter unter dem Schutz Ecuadors bleiben. Ecuador gehört zu den ersten 10 Staaten, die das Fakultativprotokoll zum Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte der UN ratifiziert haben. Deutschland denkt offenbar nicht daran. Ist das denn auch ein Thema auf Regierungsebene? Nein, ich kenne mich mit diesem Vertrag auch nicht besonders gut aus. Aber eines kann ich gerade mit Blick auf den Fall Assange sagen. Bevor wir ihm Asyl gewährt haben, haben wir die einschlägigen Bestimmungen eingehend studiert. Und es ist beeindruckend. Die lateinamerikanischen Staaten haben alle denkbaren Abkommen unterzeichnet. Zum Internationalen Strafgerichtshof, zum Gerichtshof in Den Haag oder dem Interamerikanischen Gerichtshof. Diejenigen aber, die am meisten von Menschenrechten reden, haben nichts unterzeichnet. Ecuador gehört zu einer Gruppe lateinamerikanischer Staaten, die alle Menschenrechtsabkommen der Region unterzeichnet haben. Den San José-Pakt gegen die Folter, gegen die Todesstrafe, alles. Ebenso bei den internationalen Abkommen. Aber die Länder, die am meisten über die Menschenrechte reden, haben nichts unterzeichnet. Das ist ein hohler Diskurs, dem keine Taten folgen, weil die entsprechenden Bestimmungen dann ja bindend werden. Wir sehen hier eine enorme doppelte Moral. Hay una doble moral muy grande. Muchas gracias. A ti.